manchmal schreiben jetzt auch welche so, ah, der wird die weit vorkommen, wo ich denke, letzte Saison dreimal Top 3, 2019 in LA habe ich einen zweiten gemacht. Hätte ich auch fast gewinnen können gegen Patrick Moore damals, von der Condition her auf jeden Fall. Und ja, also wie schon gesagt, Wettkämpfe mache ich oder den Sport mache ich auch wegen dem ganzen Prozess, weil es Spaß macht. Ich habe jetzt schon riesen Bock darauf, auch wenn es in der Zeit vielleicht zäh ist, euch mit auf die Reise zu nehmen. Schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja Bock auf eine richtig altertümliche, traditionelle Rap-One-Tour, New York on LA. Und da werden wir ein bisschen USA-Gyms erobern. Eben auch mal deutsche Flagge zeigen in USA, USA-Wettkämpfe machen, habe ich richtig, richtig Bock drauf. Mittlerweile auch gut vernetzt da drüben. Einige, die ich kenne, die mich kennen. Ja, habe ich einfach riesen Spaß drauf, Spaß dran. Und für euch Fans kann ich nur empfehlen, Alicante oder Portugal, beides schöne Wettkämpfe, schöne Orte. Portugal kann ich sehr, sehr empfehlen. Mit dem Urlaub verbinden. Mit dem Urlaub verbinden, kommt dahin. Nehmt drei, vier Kumpels, bucht euch ein Airbnb. So geil in Portugal, habe ich jetzt schon Bock drauf und habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Ja, das ist einer der schönsten Also. Wettkämpfe, muss man sagen. Also meiner Meinung nach, der Poli. In den Casinos und sowas alles. Ja. So, Emilio meinst du? Ja. Ja. Portugal. Ich weiß noch, als ich da mitgemacht habe, war natürlich ein bisschen bedauerlich. 2021, da war Corona. So eine geile Halle und da waren keine Zuschauer da. Deswegen habe ich da auch richtig Bock drauf, jetzt zum fünften Mal gesagt, mitzumachen, wenn Zuschauer auch in der Halle sind. Ja, aber an diesen Gedanken halte ich mich jetzt fest. Ich halte mich fest an den Wettkampfgedanken, on point auf der Bühne zu stehen. Bis dahin heißt es noch ein bisschen ackern. Man kriegt nichts geschenkt im Leben. Da muss man halt einfach mal durch. Mimimi und Jammern gibt's nicht. Wir sehen uns auf der FIBO. Kommt das Video wann? Natürlich vorher. Vor der FIBO. Also, wir sehen uns auf der FIBO. Ich bin am ESN-Stand alle Tage. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Und ja, bis dahin. Wir machen noch ein bisschen Team- und Lagebesprechung. Eine Frage hätte ich noch, weil Tim es gerade anspricht. Das ist ja immer Genau. dieses Sagen, ja, kommt nicht weit vor. Und du sagst ja auch, ne, wenn man dann überlegt, da ist eine Top-3-Platzierung, ist das gleiche wie jetzt auch bei Urs. Da wird irgendwie von was Schlechtem geredet. Wenn man da auch mit. Geht, sagen, dann bei der Arnold Classic zu werden. Ja. Dieses Verhältnis manchmal von den Leuten, glaube ich, im Internet, was sie halt, was man so schnell sagt. Ja. Und die Leistung, die ja trotzdem da gebracht wurde, steht teilweise gar kein Verhältnis. Ich weiß nicht, was für Leute das so. Überhaupt sagen, ob ja. die Erfahrung haben, ob die schon was geleistet haben im Leben. Also Dummpappel kann man immer noch, aber wenn du irgendwo auf einem guten Profi-Kampf dritter Platz machst, das ist ja mega. Super. Ja, also man kann ja nur eine gewinnen, oder? Ja. Deswegen. Bei mir ist es so, ich animiere immer zum Kommentieren, das finde ich auch schön und ich kriege auch immer alles berichtet, aber ab einem gewissen Punkt verfolge ich die Kommentare dann immer ganz so, weil es einfach menschlich ist. Man denkt sich fünfmal, was für eine Kacknase, beim sechsten Mal lässt man es doch an sich ran und das, da habe ich einfach keinen Bock drauf in dem Drive, wo ich jetzt gerade bin. Was Konstruktives, also guck mal hier, dritter, ich immer. Hätte ich weiter vorgesehen, na wenn klar. das und das anders gewesen oder besser genau. gewesen wäre, das ist ja eine Sache, ja. immer. Aber grundsätzlich von einer schlechten Leistung zu reden, nur weil es nicht der erste Platz geworden ist ja. und man ist im Finale, das ist ja... ja. Nee, konstruktiv immer und ich habe auch niemanden, weil das auch schon kommentiert wurde, der mir Zucker in den Arsch bläst, ganz im Gegenteil, alle meine Vertrauten sind die ehrlichsten Seelen überhaupt, von denen kriege ich die Rüffel, wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache genau. und da so Leute brauche ich nicht, die mir irgendwie Zucker in den Arsch blasen und ja, wie gesagt, wenn ihr was zu kommentieren habt, wenn ihr Bock habt, irgendwie was beizutragen, dann macht das gerne. Naja, und wenn euch halt langweilig ist und ihr sonst keine Freunde habt und irgendwie stänkern wollt, dann macht das auch gerne. Stänkern gehört auch dazu. Oder nur, guckt einfach die Fußball-EM. Ja, ich gucke mir auch die Stänker-Kommentare halt an. Alle. Aber dann meistens nach den Wettkämpfen. Da sitze ich dann auf meinem Cardio-Bike und amüsiere mich, weil dann liegt das eh schon hinter mir. Aber ihr könnt natürlich nachvollziehen, wenn ihr gerade so im Fokus seid und Drive seid, dann habt ihr keinen Bock, irgendwie ein paar Sachen so scheiß zu lesen. Ja, aber ich denke so, die positiven oder die negativen Kommentare, ich meine, die negativen, ich denke, die werden dich dann eher, du darfst dich nicht da beeinflussen lassen, dass dir jemand schreibt, okay, du bist nur Dritter geworden oder so. Das sind Leute, die haben sie wahrscheinlich noch nie Wettkampf gemacht, die haben gar keine Ahnung, wie hoch die Leistungsdichte ist. Ja. Wenn man da einen dritten Platz macht, das ist ja Wahnsinn. Und ein vernünftiger Mensch, der wirklich schon was erreicht hat, der weiß das zu schätzen und der schreibt dann was anderes. Aber so die Dummpapple oder die, wo so dummes Zeug schreiben, da darfst du dich gar nicht beeinflussen lassen. Weil wir wissen, was du drauf hast, wir wissen, was du geleistet hast. Wir wissen, was du seit dem letzten Jahr, seit deiner letzten Saison jetzt schon geleistet hast, wie du dich verändert hast. Ne? Die Arme sind besser geworden, der Rücken ist besser geworden, die Adduktoren sind besser geworden. Also der Tim hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat geackert, auch wenn es manchmal nicht leicht war für ihn. Aber er hat durchgezogen, er hat sich durchgebissen, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Ich meine, wir haben
mal gute, mal schlechte Zeiten, aber er hat wie die guten, auch die schlechten Zeiten hat er durchgestanden. Und ich weiß, von was ich spreche, und ich weiß, was das Team alles geleistet hat und was er auch mitgemacht hat. Aber das macht ihn nur stärker. Ne? Und der ist total fokussiert, also der leistet voll hier die Arbeit und der will euch auch mitnehmen auf die Reise. Der will euch zeigen, den Fans quasi, was er drauf hat, wie er sich verbessert hat. Er will euch glücklich machen. Deswegen wollte ich nochmal zu den Dummpapple und Dummschwätze und diese nur Scheiße schreiben, wollte ich sagen, okay, könnt ihr schreiben, aber behalt das lieber im Kopf und lass es einfach, weil das bringt ja nichts. Wenn ihr besser machen könnt, dann könnt ihr schreiben, ne? Ihr habt etwas Besseres geleistet. Aber die Themen, Hut ab, Chapeau, was er hier leistet. Der ist wirklich ein Ackergaul. Sein Training ist so brutal, der trainiert so intensiv, der macht so schwere Gewichte. Also, ich wäre so gerne jetzt 30 Jahre jünger und würde ihn gerne platt machen im Training. Gell? Aber das schaffe ich, schaff ich jetzt nicht. Also, wenn ich so in seinem Alter jetzt wäre, weil ich habe auch früher so geackert wie der. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mehr geackert habe, das will ich jetzt auf keinen Fall sagen, aber ich habe es, glaube ich, auch nicht weniger gemacht. Ja, das ist ja das Schöne, wenn man so Leute als Trainer hat, wie ein Roland oder ein Manuel, ja. Da weiß man, wenn die was sagen, die haben das mindestens schon einmal oder 10-mal selbst durchlebt und so. Ja. Und von meiner Seite aus abschließend, was richtig geil ist, dass jetzt so viele gute Athleten nachkommen, das muss ich echt mal betonen, mit Tabau trainiere immer gern mit denen, jetzt mit dem Justin Moisiel, mit dem habe ich trainiert und das ist ein richtig super Athlet, der auch ins Open Bodybuilding kommt. Eine Zeit lang habe ich so gedacht, ich bin der letzte Dinosaurier im Open Bodybuilding und jetzt kommen so viele coole Jungs nach, der Emir, Dennis Reinhold, wie sie alle sind. Der Dima. Der Dima ist halt nicht mehr der Jüngste. Und das muss ich sagen, voll, das finde ich geil. Also, natürlich kann man da auch mal schreiben, boah, hier der Budesheim, der sieht ja neben der Moisel, der Justin sieht ja viel besser schon aus und so. Hey, das könnt ihr gerne schreiben und das ist auch völlig berechtigt. Das sieht super aus für sein Alter. Der hat das Glück, dass er schon sehr, sehr früh sehr, sehr viel richtig machen kann, weil er einfach auch die richtigen Leute um sich rum hat. Und der ist fleißig ohne Ende und ich finde es geil, dass so viele Leute nachkommen, dass wir wirklich deutsches Bodybuilding mal wieder die Fahne hochhalten können, dass wir eventuell irgendwann mal mehr Athleten auf dem Olympia haben, dass Deutschland wieder richtig im Profilager richtig wahrgenommen wird, weil ich weiß noch, als ich Amateur war und bin auf die Weltmeisterschaften als Amateur gefahren, die Deutschen waren die gefürchtetsten dort. Immer wenn der deutsche Nationalanzug rauskam, German Discipline, die wussten, die Deutschen sind immer alle in Form. Und da müssen wir wieder hin und deswegen müssen wir zusammenhalten. Deswegen trainiere ich auch mal mit allen gern, connecte mich mit allen gern, bin mit keinem irgendwie böse. Und finde es auch cool, wenn ihr so schreibt, hey, der sieht ja besser aus als der und so. Letztendlich ist Bodybuilding, wird abgerechnet auf der Wettkampfbühne und nicht in der Diskothek oder im Gym. Und ein mit 8 Weeks Out, mit einem vergleichen der 4 Weeks Out, ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Aber cool, dass so viele Leute nachkommen. Genau. In diesem Sinne, wollte ich auch noch mal kurz dazu was sagen. Da sieht man schon alleine, wie sportlich der Tim ist. Ne? Er wünscht den anderen Konkurrenten sogar nur das Beste, dass sie gutes Potenzial haben. Und er freut sich fürs Open Bodybuilding in Deutschland, dass da jetzt auch was nachkommt. So gehört es ja eigentlich. So gehört sich auch. Ne? Ich freue mich auch. Ne? Ich bin schon altes Eisen. Ne? Aber ich freue mich, wenn der Tim abliefert, wenn er sich jetzt, wie er sich jetzt gut verbessert hat. Und dann der Nachwuchs da kommt mit dem Justin zum Beispiel oder Emi, Dennis zum Beispiel. Ich freue mich voll, wenn so neue Athleten da sind und die deutsche Fahne schwenken und auf der Weltbühne was zeigen, was wir drauf haben. Man muss natürlich auch sagen, wenn es zu viel zu kuscheln, Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, wo die sich drauf vorbereiten, dann gehe ich in jedes Training und stelle mir vor, wie ich sie... Achso, die Flagge sollst du zeigen. Da ist es, Germany. Ne? Also wie beim Bund. Ja, genau, man muss auch mal da, heutzutage auch. Guter Dank mal, wie immer alles im Auge hat. Ne? Hallo. Hier, deutsche Fahne. Also zum Glück, da will ich noch und sage ich noch, dass ich mich stolz, Deutscher zu sein. Heutzutage ist das irgendwie nicht so angebracht. Dann wird man gleich irgendwie als, Nazi irgendwie beschimpft oder so. Aber warum nicht? Ich bin jetzt zwar in Polen, Schlesien aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide deutsch. Und ich bin froh und stolz, Deutscher zu sein, wirklich. Kann man und, auch ja, und der Tim liefert dies hier ab. Wir holen die Quali für die Olympia. Ah, ich sag das jetzt so laut. Das ist lieber ab, damit lassen wir es stehen. Nee, aber wenn du nicht dran glaubst, dann passiert es auch nicht, wenn du dir unsicher bist. Das ist das Ziel. Es gibt nie 100%, aber es ist auf jeden Fall sehr machbar, ja.
Und was ich eben noch sagen wollte, Schnaps, Dienst ist Dienst. Wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, wo die sich darauf vorbereiten, meine deutschen Konkurrenten, dann gehe ich in jedes scheiß Training und habe im Kopf, wie ich die zerfleische. Ja, normal. Aber wenn ich die dann treffe, dann bin ich cool mit denen, so, ja, weißt klar, du? Und wenn ich auf dem Wettkampf bin, dann wird auch gekämpft. Ja, auf der Bühne wird nicht gekuschelt. Und hinterm Wettkampf, dann kann ich ihm gerne das Taschentuch reichen oder so. Genau. Aber das ist natürlich Wettkampfgeist ist natürlich trotzdem da, um nicht hier so viel auf Kuschelkurs zu gehen. Ja, also Jungs, ihr könnt euch alle warm anziehen. An mir müsst ihr erstmal vorbeikommen. Verschenken wird nichts. Und ist ja klar, auf der Bühne wird ja gekämpft, da wird nicht gekuschelt. Und, das war letztes Jahr mit dem Roman echt geil, muss ich sagen. Ja. Der Roman und ich, wir haben letztes Jahr so gut verstanden, wir haben Backstage, haben uns echt schön unterhalten. So viel Gelegenheit zum Unterhalten haben wir sonst nie, weil wir uns irgendwo treffen auf einer Messe oder sonst was. Ja, und Backstage musst halt eben warten, bis du auf die Bühne kommst. Es waren echt schöne Gespräche und da war der Roman auch ganz chillig. Ja, dann haben wir einen Wettkampf gemacht, da war Wettkampfgeist, da war Anspannung da. Da hat keiner miteinander gesprochen, da hat sich jeder aufgepumpt, jeder war fokussiert und hinterher war wieder alles cool. Und letztes Jahr, das war echt ganz witzig, der Roman dann so, ja, 2-1 und dann wieder, ja, jetzt steht es 2-2. Also ein persönlicher Kampf zwischen mir und ihm. Aber ich meine, der Roman ist halt so, da weiß man, dass er so ist, aber im Endeffekt passt er. Der ist auch macht nur sein Training, der gibt Vollgas, der trainiert auch, der will gewinnen. Ja, und Riesenrespekt. Riesenrespekt, was er schon geschaffen hat und alles mit den ganzen OPs, den ganzen Scheißen so nebenher. Er ist keinem so gegönnt wie im Roman. Genau. Um hinter zu stehen, weil ja, ja. Der lebt ja Bodybuilding zu 100.000%, vielleicht nach so einer Hüft-OP, hätte ich dann vielleicht zwei Hüft-OPs mittlerweile, hätte ich vielleicht doch schon gesagt, naja, vielleicht, okay, soll es jetzt nicht mehr sein mit der Wettkampfbühne, also ich glaube, wenn ich einmal irgendwo mit irgendwas verschlissen und kaputt bin, dann würde ich dann sagen, okay, mache ich nicht mehr mit und der trainiert dann 3-4 Wochen später schon wieder, wie ein Geisteskranker, also da riesen Respekt vor. Man muss aber auch sagen, weil man das auch immer so flunkeln hört, nur wenn man jetzt nicht bis in die letzte, oder sagen wir mal so, nur weil man noch was anderes hat im Leben, außer nur Bodybuilding, heißt das nicht, dass man Bodybuilding weniger lebt. Also ich mache ja auch mal, fahr mal Rad oder hab Kinder und mache mit denen was, aber mein Tag dreht sich genauso von morgens um Aufwachen bis abends ins Einschlafen um Bodybuilding. Nicht mehr und nicht weniger wie bei anderen Athleten auch, weil das wird immer so hingestellt, so von wegen, wenn du andere Dinge machst, dann bist du nur so ein halber Bodybuilder. Nur weil der Roman halt zum Beispiel beispielsweise quasi nur das macht, das zeichnet ihn aus, dass er halt wirklich zu 100% dafür brennt, aber das macht jeder andere auch. Wenn ich dann mit meinen Kindern Fahrrad fahre, habe ich auch meine Mahlzeit im Rucksack. Ich denke, dass das Private zum Beispiel mit Kindern, Familie und sowas, dass das dir auch Energie gibt. Das heißt nicht, dass dir das Energie nimmt. Du nimmst dir halt die Zeit dafür, aber das gibt dir richtig Energie. So. Ja, manchmal. Jetzt waren meine Kinder hatten eine Woche Ferien. Okay. Und da hatte ich einen Rest Day, den ich eigentlich auch wirklich mal brauchte dann. Und dann habe ich an dem Rest Day 25.000 Schritte gelaufen, weil ich mit meinen Kindern irgendwas gemacht habe. Ja. Dann war natürlich nicht so viel Rest dabei. Da war kein Rest Day, das war dann Das war dann ein Cardio Day. Und du hast einen schönen Tag mit den Jungs. Ja, und hat mir die Beine wund gelaufen. Wenn Papa dicke Beine hat, läufst du dir die Beine wund. Ja. Aber kannst du stolz darauf sein, dass du Kinder hast und dass bin die. Ich auch. Ja, da, also auf jeden Fall, das mein kann dir keiner mehr nehmen. Das ist dein Fleisch und Blut, weißt du, ich meine. Das ist auch so. Und lieber jetzt, als wenn es dann irgendwann mit 40 oder später was ist. Das ist auch so. Manchmal tut es einem leid, wenn so Wettkampfvorbereitungen so ein bisschen einem zu kurz kommen, weil man dann doch so im Fokus ist und Training und dies und das. So ein paar Sachen wichtiger sind. Auf der anderen Seite muss man auch mal wieder sagen, andere Väter, die jetzt zum Beispiel auf Montage sind oder, genau, oder was weiß ich, Lkw-Fahrer auf dem Highway oder so, die haben auch manchmal irgendwie sind wochenlang unterwegs. Eine Hochphase, wo sie mal mehr arbeiten müssen oder wo sie mal weniger arbeiten müssen. Ne? Ja. Das ist halt nun mal so. Das Leben ist halt nun mal kein Ponyhof. Außer du hast halt einen ganz normalen Job, 40 Stunden, 5 Tage die Woche, dann kannst du deine Zeit besser planen, aber alles, was darüber hinausgeht, da hat man halt mal mehr Zeit und mal weniger. Das ja, ist halt die Medaille so. Hat wirklich zwei Seiten, ne? Ja, das genau. Ist ja klar. Deswegen, ja. Aber eierlegende Wollmilchsau gibt es noch leider nicht. Also in diesem Sinne. Lang genug gelabert, viel Spaß auf der FIBO. Wir sehen uns, freue mich auf euch. Jawohl. Abschließend noch, Roland, bist du auch da? Kann man dich auch treffen auf der FIBO oder bist du nicht da? Ah, wir waren jetzt das Wochenende auf der Dennis Wolf Classic von Freitag bis Sonntag. Und ja, jetzt das Wochenende habe ich so viele Termine im Studio schon, da sind wir leider nicht. Aber dafür bei der folgenden Meisterschaft kann man dich auch noch antworten. Ja, wir werden noch viel Wettkämpfe jetzt machen. Also ja, das war erst der Anfang. Danke und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao.